Am besten hier vorne, oder? Vielleicht auch nicht. Tja. Gibt's denn hier irgendwas, wo wir warten können direkt? Steg vielleicht. Hier unten am Steg. Nochmal das betrachten. Der Sturm muss es abgetrieben haben. Okay, das ist auch nichts Neues. Das ist der einzige Grund, warum wir den Steg betreten können. Das ist auch super. Ja, und hier hinten können wir jetzt noch nicht, ne? Wo bleibt er denn, verdammt? Okay, wir klicken einfach ein paar Mal drauf. Wo bleibt er denn, verdammt? Ah, bringt's auch nicht. Ich habe gerade irgendwas gehört. Ist hier was? Nee. Und hier? Auch nicht. Nicht, dass der hier irgendwo in der Ecke liegt. Nee, hier nicht, okay. Und ansonsten ist hier aber Fernglas. Brauchen wir das Fernglas? Was haben wir denn hier oben? Das habe ich noch gar nicht gesehen, die Skyline. Ich glaube, das, was ich höre, ist immer bloß irgendein Geräusch hier im Hintergrund. Logenplätze für den Weltuntergang. Als ich noch bei der Armee war, mussten wir mal einen Selbstmörder von so einem Hochhaus herunterholen. Ein Rekrut, gerade aus dem Krieg zurück. Er wollte springen. Sie riefen unser Team und ich habe es geschafft, ihn abzuhalten. Dafür gab es eine Medaille. 2 Jahre später ist er im Knast gelandet. Wegen 5-fachen Mordes. Na super. Da weiß man dann, wofür man seine Medaillen verdient hat, ne? So, hier drüben ist immer noch bloß der alte Kram. Wo bleibt er denn, verdammt? Wir kommen hier nicht weiter, ne? Mal durchs Fernglas schauen. Dave, lauf schneller. Dass der aber auch überall immer so ewig weit hinlaufen muss. Achso, wir müssen jetzt bestimmt wieder das Geld durchstecken, ne? Ja, natürlich. Nochmal zurück. Ich glaube zwar nicht, dass wir irgendwas sehen, aber wer weiß. Wir können es auch mal probieren. Wir hatten da das ja schon mal. Auf der Landzunge ist alles düster. Wir hatten das ja schon mal gemacht, aber hätte ja sein können, dass es jetzt irgendeinen taktischen Nutzen hat. Kommt mir aber nicht so vor. Gut, okay. Dann gehen wir einfach wieder, uns bleibt ja nichts anderes übrig. Ich warte. Moretti wird bestimmt gleich kommen. Okay, wenn du das sagst. Wo bleibt er denn, verdammt? Ja, wir müssen jetzt irgendwo hingehen. Die Frage ist nur, wo? Hier unten ist nichts. Hier vorne nochmal. Aber hier ist doch auch nichts. Bin ich gerade ein bisschen blind oder was ist das Problem? Frage ich mich gerade. Tja. Nochmal zum Steg? Nee. Der Sturm muss es abgetrieben haben. Das kennen wir schon. Haben wir irgendwas, was wir benutzen können? Nee, wir haben. Mir fällt gerade auf, wir haben wirklich noch das Sedativum und das Gegenmittel einstecken. Ich glaube, das wird noch seinen Nutzen haben. Und ich frage mich, warum wir beide Waffen jetzt noch haben. Also die von Riker und die andere. Und wo sollen wir hin, verdammt nochmal? Das ist jetzt echt mal interessant zu wissen. Wo bleibt er denn, verdammt? Achso, wir können natürlich einfach mal anrufen. Das wäre natürlich auch eine Variante. Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Na, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Niemand da. Ich höre es klingeln. Ich hab's klingeln gehört. Ja, ja, Müllcontainer, genau. Okay. Na, da bin ich ja jetzt auch gespannt. Oh, aber das, puh. Das. Oh Gott. Oh Gott. Ruhig. Ganz ruhig. Jetzt bin ich allein. Oh shit. Also los. Na super, das ist ja ganz, 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 ganz toll. Wenn sie sich aber dazu hinreißen lassen, Moriarty einfach umzubringen, dann müssen sie sich schon arg in der Klemme stecken. Denn das wird früher oder später ermittelt werden, wenn Moriarty einfach weg ist. Und ich meine, er ist jetzt auch nicht so toll versteckt, irgendwann fängt das an zu stinken dort.
So, Spannung. Mr. McNamara, ich habe Sie erwartet. Haben Sie das? Bitte geben Sie mir Ihre Schlüssel. Ihre Arbeit hier ist beendet. Darüber haben wir schon gesprochen. Ich behalte die Schlüssel. Ich gehe jetzt meine Arbeit machen. Sie gehen nirgendwo hin. Gehen Sie zur Seite, Doktor. Sonst? Sonst haben wir ein großes Problem. Sie drohen mir? Oh ja. Herr Kollege, Sie verkennen die Situation völlig. Ihre Zeit hier ist abgelaufen. Ihre Patienten werden morgen früh nach Washington verlegt. Washington? Warum weiß ich davon nichts? Sie wissen es jetzt, oder nicht? Das sollte Ihnen genügen. In welche Klinik? Das ist nicht mehr von Interesse für Sie. Wir erwarten die Spezialeinheit für die Überführung heute Abend. Ich muss Sie bitten, bis dahin hier bei uns zu bleiben, damit die Überweisung reibungslos vonstatten geht. Sie haben dann übrigens auch die Gelegenheit, das Gespräch wegen Ihrer Entbindung zu führen, das Sie so dringend haben wollten. Es wird sicher sehr aufschlussreich. Es kommt ein Vertreter der Behörden? Sagen wir, es kommt eine Person, die befugt ist, Ihren Fall zu regeln. Sie bleiben bis dahin bitte hier auf dem Gelände. Ich habe das Tor verschließen lassen. Wir werden sehen, was sich da regelt. Ich bin gleich zurück. Oh Mann. Na super. Ja, wenn wir jetzt wieder reingehen, kommen wir dann irgendwie weiter. Ich bin ja dafür, dass wir die jetzt betäuben oder wahlweise auch abknallen. Das wäre mir eigentlich lieber. Ich nehme aber an, das wird nicht in Daves Interesse sein. Na? Ach, da gehe ich einfach... okay. Sedativum verwenden mit Tür? Oder so? Geht nicht. Schade. Knarre verwenden. Aha. Das sieht gut aus, ja. Revolverheld, mein Freund. Los geht's. Jetzt wird's okay, ernst. Okay, Doktor. Da bin ich wieder. Was soll das? Nehmen Sie sofort die Waffe runter. Es tut mir leid, Doktor. Ich kann nicht hinnehmen, was Sie hier vorhaben. Machen Sie sich nicht lächerlich. Sie werden ins Gefängnis kommen, David. Ich denke eher, Sie werden ins Gefängnis kommen. Sie sind so hoffnungslos naiv, David. Sie werden bald sehen, mit wem Sie es zu tun haben. Ich hoffe es. Gehen Sie bitte zum Cockpit, Doktor. Sie auch, Tamara. Und langsam. Was wollen Sie tun? Uns erschießen? Wenn Sie nicht mitarbeiten, könnte das passieren. Drücken Sie ab, wenn Sie meinen. Ich habe nichts zu verlieren. Ich auch nicht. Glauben Sie mir. Zum Cockpit, Doktor. Jetzt! Setzen Sie sich auf den Stuhl. Und wenn nicht? Hinsetzen! Sie auch, Tamara! Und Hände hinter den Rücken! Sie kommen nicht weit, David. Das werden wir sehen. Schön, und jetzt aber, jetzt seid ihr dran, hier betäuben. Los! Schön! In den Hals! Zack, rein! Oh, wie gern würde ich dem Typ endlich mal hier... mal endgültig sein Ende bereiten. Aber nein, wir machen das jetzt so. Und dann haben wir zumindest erstmal so weit Ruhe, dass die beiden hier weg sind. Gute Nacht, Tamara. Gut. Können wir nicht hier einfach mal so aus Jux und Tollerei? Nö, schade. Wir haben jetzt auch gar nichts mehr zur Auswahl, also ab in die Halle. Und dann wollen wir mal irgendwie die Patienten rausholen hier. Wieder Zelle 1 zuerst. Da sind sie ja endlich. Der Doktor war hier. Ich weiß. Mach dir keine Sorgen. Er wird nicht wiederkommen. Wo ist er? Er schläft. Was, wenn er wach wird? Er schläft 24 Stunden, Junge. Sie haben ihn betäubt? Ja. Ganz genau. Die Schwester auch. Wir sind ungestört. Jedenfalls noch eine Weile. Hör zu, deine Mitpatienten sind noch bewusstlos, aber sie werden bald aufwachen. Oh, stimmt. Wir machen jetzt noch eine Sitzung. Und dann? Dann müsst ihr sofort hier raus. Ich habe nicht mal Klamotten. Spielt keine Rolle. Ihr flieht. Sofort. Wohin? Egal wohin. Weg von hier. Aber... wir sprechen gleich noch darüber. Jetzt lass uns diese eine Sitzung machen. Du erinnerst dich an euer Treffen in dem Computerraum, richtig? Ja. Erinnere dich zurück an die Zeit davor. Ich muss wissen, wo ihr da gewesen seid und was genau ihr gemacht habt. Was lief auf den Computern? Was ist mit euch geschehen? Weshalb wart ihr dort? Und weshalb ihr fünf? Ich kann nicht mehr, Doc. Ich habe Angst. Ich muss es wissen. Bitte, versuch es. Okay, da ist wieder
Diese Küche. Liebe Freunde, ich danke für euer Kommen. Ihr wisst, warum ihr hier seid. Die Next Generation Limited hat euch ausgewählt, als weltweit Erste ihr aktuelles Projekt zu testen. Wir haben Wert darauf gelegt, nur die Talentiertesten und Besten zu nehmen. Ihr könnt stolz auf euch sein. Es ist eine Auszeichnung, die nicht jedem zukommt, an dem Test dieses revolutionären Programms teilzunehmen. Wir haben keine Kosten gescheut, euch einen Test in einer ausgefallenen, thematisch passenden und komplett abgeschirmten Location zu ermöglichen. Für den Zeitraum einer Woche werdet ihr hier in Fort Tilden komplett ungestört sein. Es steht euch frei, wann, wie oft und wie lange ihr Goliath testet. Unsere einzige Auflage ist, dass ihr den Test komplett zu Ende führt. Es sind genug Vorräte da, außerdem Getränke und alles nötige Equipment. Ihr wisst, dass Handys und sonstige Kommunikationsmittel verboten sind. Zu eurer Sicherheit wird der gesamte Komplex Kamera überwacht. In dringenden Fällen werden wir eingreifen. Macht euch darum also keine Sorgen. Das wäre schon alles. Noch Fragen? Nicht? Sehr gut. Dann danke ich euch. Goliath steht bereit. Viel Glück. Es ist wie gedacht eigentlich. Aber wir haben einen Namen. Ein Test also. Ein Test für eine Software in Fort Tilden. Das ist auf der Halbinsel in der Bucht. Direkt gegenüber von Manhattan. Ja, genau. Da waren wir. Und dieser Mann, wie war der Name seiner Firma? Ich weiß es nicht mehr. Aber dieses Programm, bei dem ihr da mitgemacht habt, das kommt mir bekannt vor. Okay, komm, Schluss jetzt. Ihr müsst hier raus. Ich weiß nicht, ob ich gehen kann. Du musst. Komm schon, komm! Ja, es wird bestimmt ein Militärprogramm sein, oder? Okay, ihr könnt auf keinen Fall hierbleiben. Ich lasse euch jetzt frei. Seht zu, dass ihr euch durchschlagt. Am besten ihr trennt euch und versteckt euch ein paar Tage. Was werden Sie tun? Ich fahre rüber nach Fort Tilden. Tun Sie das nicht, Doktor. Man wird Sie umbringen. Macht dir darüber keine Gedanken. Passt auf euch auf. Wo treffen wir Sie? Da ist eine Bar in der Rivington Street. Sie heißt Nighthawk. Meldet euch dort in ein paar Tagen. Sagt dem Barmann, der Doc schickt euch. So, jetzt los. Viel Glück. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Fort Tilden also. Kommen wir jetzt... Nein, wir müssen hier drüben bleiben, oder? Oder müssen wir mit der Fähre nochmal fahren? Ich weiß es gar nicht. Nein, ich muss irgendwie nach Fort Tilden rüber, sofort. Ja, das war ja jetzt auch mein Gedanke dabei eigentlich. Du hast doch gesagt gegenüber von Manhattan. Okay. Ach, Idee. Wir müssen zum Steg runter. Das ist unser Transportmittel. Auf zu Fort Tilden. Jetzt gilt es also, Beweise zu finden. Bestes Wetter für eine Schlauchbootfahrt. Verdammt, das war knapp. Ich habe alle meine Sachen verloren. Der PDA ist auch weg. Mit allen Aufzeichnungen. Verfluchter Mist. Alle Aufzeichnungen sind hinüber. Hast du großartig gemacht, Dave. Ich hätte den ja einfach in der Nighthawk Bar zurückgelassen am besten. So, und wir sind jetzt genau da, wo Jonathan damals geflüchtet ist. Das kommt mir bekannt vor. Die Jungen aus Zelle 1 und Zelle 3 haben davon erzählt. Da steht auch noch die Tonne. Aber wie komme ich jetzt darüber von dieser Seite? That's the big question. Wir haben ja auch bloß den Zaun zur Auswahl. Haben wir noch irgendwas? Wir können das Schlauchboot... Ach, Stein? Vielleicht damit irgendwie? Nehmen wir mal einen. Den großen gleich.
Jawohl. Vielleicht können wir damit irgendwie den Stacheldraht runterreißen oder was weiß ich. Ach nee, hä? Doch, Stein. Schlauchboot können wir bloß noch untersuchen, interessiert nicht. Ja, und ansonsten ist ja auch nichts weiter. Dann gehen wir wieder hier hin. Und benutzen mal den Stein mit dem Zaun. Na? Hallo? Stein, Zaun, hier vielleicht? Okay, dann nicht. Tja. Vielleicht können wir auch noch das Rudern mitnehmen oder was weiß ich. Das Schlauchboot. Das hast du gut erkannt. Ja, ansonsten haben wir ja gar keine Auswahlmöglichkeiten. Ein Schieferstein. Sieht scharfkantig aus. Ach so. Wir müssen den Stein mit dem anderen Stein verwenden. Und dann erhalten wir ein Schneidewerkzeug. Gute alte Pfadfinderschule, die ich nie erlebt habe, aber egal. Okay, das sind ein paar schöne scharfkantige Stücke. Supi. So, mit dem scharfen Stein, also wir möchten erstmal rangehen an den Zaun. Mit dem scharfen Stein können wir jetzt hier mal ein Loch in den Zaun schneiden. Zeig mal, was du kannst, Dave. Hallo? Dave? Zaun? Loch? Scharfer Stein? Jetzt? Ach nee, hä? Das Bruchstück ist messerscharf. Was denn dann? Also wenn das nicht geht, warum hackt das denn jetzt gerade so? Ist die Platte schon wieder voll? Also es hackt ja eigentlich die ganze Zeit schon so ein bisschen, aber irgendwie ist es jetzt gerade... Hallo, wo ist denn hier? Mann. Ich glaube, die Platte ist schon wieder voll. Gut, dann mach ich mal ganz kurz einen Schnitt hier rein und bin gleich wieder da.